Es ist einfach, ihr habt mich einfach gemobbt, auseinandergenommen, ihr habt mich runtergemacht, aber ich habe niemals aufgegeben und ich werde niemals aufgeben. Leute, boah, unser Traum ist wahr geworden, ja, ich kann das nicht in Wort erfassen. Wo spielst du Fußball im Verein? FC Leventi. Freunde, neues YouTube-Video. Heute sind wir in Valencia, genauer gesagt in Levante. Und manchmal ist es einfach so, da können Träume wahr werden. Abdul war mit Sicherheit nicht der begabteste Fußballer bei Find the Pro, aber er war ein auffälliger Charakter. Und was danach passiert ist, ist einfach nur der Wahnsinn. Die La Liga hat selber kommentiert und Levante ist auf mich direkt zugekommen und wollte mit Abdul dann was drehen. Also es ist für mich einfach noch unglaublich. Heute sind wir hier. Wir wissen gar nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Wir wissen auf jeden Fall, dass Abdul einige Spieler kennenlernen wird. Da den Platz sehen darf, was glaube ich unfassbar ist für diesen Jungen. Ich will nicht wissen, was gleich in ihm vorgeht. Und wir werden natürlich versuchen, dass er da auch noch mittrainieren darf. Ob er wirklich in einer La Liga-Mannschaft, die sind in der zweiten spanischen Liga, wirklich mittrainieren darf, werden wir im Laufe des ganzen Videos sehen. Ich freue mich unheimlich auf dieses Video und wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt sind wir im Zug, jetzt geht's natürlich zu dir und er nimmt uns mit nach Airports Amsterdam. Von da fliegen wir auf jeden Fall nach Levante. Levante wartet auf uns. Ich bin jetzt am Flughafen, gleich geht's los. Auf jeden Fall nach Levante. Levante, wie gesagt, auf die 1. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl hier. Mein Traum wurde ins Wahr. Es ist einfach wahr geworden und ich habe gerade so Gänsehaut. Ich weiß nicht, ich check das immer noch nicht so. Ich realisiere das immer noch nicht, dass ich hier bin. Also mein absoluter Traum ist, den Pablo Martinez zu treffen. Einfach ein Legendenspieler bei FC Levante. Und natürlich, Stadiontour machen wir auch mit euch zusammen. Auf jeden Fall, alles kommt auf jeden Fall hoch und ihr werdet alles mitbekommen. Auf jeden Fall, wenn ich ein Training, Probetraining da mitbekomme, mittrainiere da, ich werde auf jeden Fall jeden da umhauen, alle auseinandernehmen. Und die werden erstmal spüren, was ein Abdul kann. FC Levante, die wird alles auseinandernehmen. Die sollen alle kommen hier. Das ist Mentalität von einem FC Levante. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Gelände angekommen. Das gesamte Social-Media-Team, Sponsoren und hat uns von Levante super empfangen. Machen gleich so eine kleine Führung durchs Stadion. Also erstmal Frage, aufgeregt so ein bisschen jetzt? Schon, auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Aufnahme jetzt läuft. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Das würde ich sagen, komm, lass uns nicht so lange labern. Gehen wir mit den Leuten mit. Machen eine geile Tour, freue ich mich drauf. Jo. Bruder, ich kann nicht mehr. Oh. Levante auf Number One. Deine Mannschaftskollegen. Hola. Abdul. Abdul. Chantal. Abdul. Ciao, Dio. Abdul. Abdul. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwann mal hier spielen werde, ich werde mein Bestes geben. Und ich werde die Fans auf jeden Fall stolz machen. Wir werden inshallah auf die erste Liga steigen. Yeah. If you work hard, maybe one day you can play. Sí, sí, yo lo conozco. Bueno, hace tiempo empezaron las redes a inundarse de comentarios alemanes y nos sorprendió, ¿no? Y preguntamos un poco el porqué de todo esto y bueno, nos contó un poco la historia Javi, la verdad que graciosa. Y nada, pues un placer que hayas venido aquí a visitarnos. Meine Community, natürlich FC Levante, Leute, meine Community ist sehr, sehr stark und werden das auch schaffen. Durch meine Community sind wir so weit gekommen, Leute. Und natürlich auch durch Find the Pro, wir sind hier weit gekommen. Ich danke auf jeden Fall Find the Pro und Levante auf die 1, Leute. Meine Community. Which name is right? FC and UD? Levante, yes? Union Deportiva. Levante, UD. UD, okay. This is the correct name. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Nice meeting you.
Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Heute Moon Majestic. Was ist Moon Majestic? Auto- und Raumdüfte. Übrigens sehr, sehr schöne Verpackung. Und ihr seht es schon, auch für Dekorationsstücke, fürs Büro oder auch für zu Hause echt schön anzusehen. Die Raum- und Autodüfte zeichnen sich durch eine höhere Duftölmenge ab. Das heißt, dass die Düfte 2 bis 3 Mal so lange anhalten wie herkömmliche Düfte. Mit meinem Code DIA30 habt ihr einen absoluten Preisvorteil. Schlagt jetzt gerne zu. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter im Video. Abdul, was ist das jetzt für so ein Gefühl für dich? Du bist jetzt angekommen in diesem Stadion, wunderschönes Stadion, dein Name riesig auf dieser Tafel. Wie fühlst du dich gerade jetzt? Was geht in dir vor für die Zuschauer vielleicht da draußen? Ich will jetzt unbedingt hier spielen. Ich will einfach unbedingt jetzt hier spielen. Es ist einfach jetzt mein Traum hier geworden. Mein Traum ist jetzt einfach wahr geworden. Wisst ihr, ich meine, FC Levante, ich traue meinen Augen einfach nicht so. Guck mal, mein Name steht einfach. Das war irgendwann mal mein Wunsch, irgendwann mal das zu schaffen. So. Und inshallah, wir werden das auf jeden Fall mit meinen Zuschauern das schaffen und meine Community. Es ist so verrückt. Naja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in so einer Simulation leben. Überleg mal, du warst in dieser Fight the Pro-Folge, auf einmal ist dein Name hier in Levante im Stadion. Verrückt. Ich realisiere das auch immer noch nicht. Geil. Krass, geht aber noch weiter. Hier geht es ja weiter. Das ist gerade erst der Anfang. Ich freue mich drauf. Jetzt bin mal gespannt. Spiele hast du getroffen, ja. Stadion, auf dem Platz warst du drauf. Aber es ist jetzt erst der Anfang. Jetzt geht es gleich weiter. Ich freue mich. Gleich geht es weiter mit dir auf jeden Fall, Leute. Mit dir, Bruder. Ja. Du bist der Star heute. Als erstes, dass ich bei Fight the Pro war, ich habe das niemals gedacht, dass das so weit kommt jetzt und dass ich jetzt einfach im Stadion jetzt stehe. Das ist einfach unheimlich. Dieses Gefühl kann man einfach nicht beschreiben. Ich danke auf jeden Fall Fight the Pro und meine Community FC Levante, Leute. Ich denke auf jeden Fall, dass ich Potenzial habe, hier immer mal zu spielen. FC Levante, Leute. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bilder hier auf der Wand, aber mein Bild fehlt noch. Und das kommt, Leute. A small gym, yes. They have here to prepare before the match, or if they didn't play so much minutes, they can make a small treatment after the match. Yeah. Here you have a bit more of effort to do it in cold water, water with ice, small bathrooms. And here you have all the shower part. So at the end, it's small, it's cute, it's familiar, but you have a bit of all. So it's enough. Very good. It's enough. Boah, es ist, glaube ich, für den Jungen auch ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Ich glaube, viel mehr geht gar nicht. Weißt du, er kommt hier hin, wird herzlich empfangen, lernt die Profis hier kennen, die sind super korrekt. Sein Name steht riesig auf der Leinwand, auf der Stadionleinwand. Das wussten wir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die Jungs uns von der La Liga von Levante überrascht, aber geile Überraschung. Und jetzt gehen wir gemeinschaftlich noch was essen. Kommen danach noch hier hin, sind morgen auch noch da, passieren mit Sicherheit noch die eine oder andere Überraschung. Und ich habe einfach unglaublich Bock auf dieses Video mit Abdul. Bin ja, sehe da, wie glücklich er ist. Und das macht uns, glaube ich, alle da draußen und alle Zuschauer, macht uns, glaube ich, unendlich glücklich. Natürlich, danke dir auf jeden Fall. Alles wegen dir, Leute, alles wegen dir. Atembraue Stimme auf jeden Fall, Atembraue Rhythmus hier, auf jeden Fall, alles läuft gut. Sogar der Keller sieht aus, besser aus als mein Zuhause. Am Anfang haben Leute gelacht. Die haben mich sehr, sehr viel ausgelacht und jetzt musst ihr mich respektieren. Jetzt musst ihr mich einfach respektieren. Wisst ihr, ich meine, Levante, Leute. Wir haben es geschafft bald. Levante auf die 1. So, Freunde, wir gehen jetzt was essen. Abdul und ich haben Hunger, ne? Natürlich. Boah, sieht gut aus. Hast du schon mal Paella und so gegessen? Nein, erste Mal. Das ist das erste Mal. Bin gespannt, wie es schmeckt jetzt. Paella ist so ähnlich wie Kurde Trochik und so, kennst du? Ja, ja. So, so ähnlich wie Trochik eigentlich. Wie ja, so ähnlich. Ist aber geil. Dann wird es schon schmecken. Essen war gut, ne? Auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall, dass sie uns eingeladen haben zum Essen. Hat auf jeden Fall sehr geschmeckt. Ja, war sehr lecker. So was brauchen wir auf jeden Fall. Nein, aber echt korrekt. Also für die Zuschauer auch, die Leute von Levante haben uns komplett zum Essen eingeladen. Echt nicht selbstverständlich, empfangen uns hier super. Und morgen ist für dich dann, darfst du da wirklich bei den Profis ein bisschen reinschnuppern, ne? Trainingsbetrieb. Völlig verrückt, hätte ich nie für möglich gehalten, dass das möglich ist. Aber du siehst, was sie alles möglich machen. Natürlich. Richtig geil. Wir fahren jetzt nochmal ins Stadion, ne? Ja. Machen noch ein paar Sachen. Ein paar Sachen noch. Vielleicht noch ein, zwei Überraschungen. Wir lassen uns überraschen, was hier passiert. Ich weiß keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Für jeden Moment passiert was Neues, einfach nur geil. Passiert auf jeden Fall. Peace out, bis gleich. Morgen ist ja der große Tag. Du darfst da bei den Profis ein bisschen reinschnuppern, auch wenn ich das immer noch nicht für möglich halte.
Überleg mal, das ist eigentlich eine Ligamannschaft. Ich bin gespannt, inwieweit das morgen funktionieren wird beim Training. Fühlst du dich denn auch körperlich und mental bereit dafür? Fühlst du dich fit? Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr bereit. Ich bin auf jeden Fall sehr konditiert. Konditiert. Wie sagt man das nochmal hier? Konditiert, ne? Was willst du sagen, Bruder? Nein, so man ist mal, ich bin wieder bereit, so ich fühle mich wieder gut. Ich bin konzentriert. Konzentriert, konditioniert, so Kondität auch, dieses, weißt du, ich meine? So man ist so wieder gut so im Leistung, so Kondition. Gute Kondition. Ja, auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall dir alle zeigen. Die erste Mannschaft kann erstmal was spüren von mir. Genau, gleich treffen wir den besten Spieler hier. Ich glaube auch, so wie du vorher gesagt hast, einen deiner Lieblingsspieler. Willst du dazu vielleicht den Zuschauern ein bisschen was erzählen? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er drauf hat, Pablo Martinez. Die haben auch sehr viel erzählt über den, das ist der beste Spieler. Ich habe den auch im Fernsehen gesehen und ich sehe den jetzt einfach im Live. So, das ist einfach krass, ja. Mal gucken, was er drauf hat. Gucken, vielleicht lernt er mal was von mir. Martínez, best player for Levante. ¿Cómo está? ¿Bien o qué? Very good player. ¿Están también? ¿Qué tal? ¿Bien? English, you please speak. English? Yes, English. How are you? Oh, I'm fine, thank you. Be careful on the... Wow. It's a big surprise for you. I'm crazy. Villagris. Thank you so much, hey, crazy. I like it. Oi, Abdul. Abdul, this one is important. Abdul. Thank you, bro. Nice to meet you. Best player. Pablo. Thank you, bro. Thank you so much. Eigentlich sehr, sehr gut. Das ist einfach mein Trikot, was ich immer haben wollte. Und FC Levante auf die 1 Seite. Und ich verlose auf jeden Fall dir als Trikot. Ich verlose dir als Trikot. Schreibt einfach in die Kommentare Levante auf die 1. FC aber diesmal. FC Levante auf die 1. Ja, ich baller das auf jeden Fall in die Community gerne raus. Also, Trikot von mir könnt ihr abstauben. Deins behältst du selber. Natürlich, ne? Das sowieso. Nummer 10 wird verlost. Nummer 10, meins wird verlost. Gerne einfach kommentieren, liken, abonnieren. Dankeschön dir. Jetzt musst du nur noch so spielen. Jetzt musst du nur so spielen. Inshallah, bald, Leute. Hi guys, my name is Dia. I'm a content creator in Germany. And today we are with Pablo Martinez, one of the best players here in Levante. I have a little short questions for you. And you have to give me a short answer. The best icon player for you. Zinedine Zidane. Two German players that play on Levante. German players. Skodra Mustafi. And Mustafi was here, yeah. Christian Lille. Christian Lille, yeah, right. Icon German player. Toni Kroos. Good. Three German teams, you know? Es ist Freiburg. Freiburg, oh, crazy. Yeah. Bayern Munich. Bayern Munich, yeah. And Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, easy. The stadium. Europa Park. Europa Park. Freiburg? Why you know a lot about Freiburg? Crazy. Your best quality? Box to box. Box to box. And what do you think Abdul's best quality? Fast player, no? and very good dribbling. And great shot. He's like Messi. Perfect. Thank you, Pablo. Was ich auf jeden Fall bei Feinste Pro gelernt habe, ist auf jeden Fall niemals aufgeben und immer daran glauben. Und jetzt nehme ich mal den Pablo Martinez an die Leine. Es ist auf jeden Fall erste Challenge. Man kriegt so drei Bälle geworfen und muss halt in dem Viereck da stoppen. Mal gucken, wer da schafft.
auf jeden Fall, wir sind gerade hier in Levante und es ist hier ein besonderer Raum hier. Da dürfen auf jeden Fall nur besondere Leute reingehen. Natürlich, ich bin der besondere, verfeinste Pro-Kapitän. Und hier, was denkt ihr, wird der Schuh hier mir alle passen? Echt Legendenschuh. Wo ist denn Schuh hier? Freunde, heute der erste Tag ist vorbei. Ich glaube, für Abdul und für mich auch 100% ein unvergesslicher Tag. Also die Gastfreundschaft hier und natürlich auch das, was wir erleben durften, unfassbar. Ich glaube wirklich, keine Ahnung, ich mache seit 4 Jahren Social Media. Für mich hat noch nie jemand sowas gemacht, so ein Zirkus. Ich finde das so geil, ich gönne dir das vom Herzen. Danke dir. Ist auch erst der Startschuss quasi. Morgen geht es ja nochmal weiter. Jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen ins Hotel, relaxen, gucken, was der Abend so bringt. Und morgen sehen wir dich endlich in der Fußballtracht hier vom Türkgücü Levante. Vom Sportclub Levante. Da kannst du mal ein bisschen zeigen, was du so drauf hast. Natürlich. Und wird mit Sicherheit auch sehr unterhaltsam und cool. Und deshalb freuen wir uns drauf, dass es gleich weitergeht. Jo. Also das war ehrlich heute ein unvergesslicher Tag und den werde ich auf jeden Fall niemals in meinem Leben vergessen. Auf jeden Fall, ich hatte den Traum, irgendwann mal irgendwo hier zu spielen, irgendwann mal mein Bild zu sehen im Stadion. Und dann, ich komme ins Stadion mit einem Bild, ich kriege ein Trikot geschenkt. Diese Momente, die kann man einfach nicht beschreiben. Vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber irgendwann mal wird ihr auch vielleicht Profi und dann guckt ihr halt, wie das ist. So. Also ehrlich, ich hatte Gänsehaut, ich hatte alles. Das erste Mal, so ich komme in ein armes Land, auf einmal irgendwo Levante, offiziell Levante auf die 1 natürlich, meine Community. Und wir haben es auf jeden Fall geschafft und ich hoffe, morgen zeigen wir die erste Mannschaft, was da abgeht. Also, wir wollten eigentlich gerade jetzt zum Hotel gehen und die haben uns aufgehalten, die meinten, es gibt jetzt noch was zur Überraschung. Und jetzt mal gucken, was jetzt noch zur Überraschung gibt. Wie viele Überraschungen gibt es noch? Wie viele passieren noch? Ich weiß selber nicht. Jetzt erstmal zur Überraschung gehen, gucken, was da passiert. Oi, thank you. Alles klar. Bevor ich schlafen gehen wollte, wollte ich noch mal kurz verfassen heute, was alles passiert ist. Ich habe auf jeden Fall gerade noch mit meiner Mutter telefoniert. Die hat auf jeden Fall sehr geweint. Es ist einfach, mein Traum ist einfach wahr geworden. Ich komme von einem armes Land, Ramschlo. Wir hatten kein Geld, nichts. Ich weiß, was arm ist, was reich ist. Also jetzt reich jetzt noch nicht. Vielleicht weiß ich dann irgendwann mal. Aber natürlich, wie das läuft. So. Man hat keinen Hunger, man hat kein Geld, man hat kein Essen. Es war einfach sehr schlimm so und dann die weint so, ich hab jetzt gezeigt, wie das war. Aber so von einem armes Land, so irgendwann mal bist du so hoch, so weißt du, ich meine, das ist der Schritt, ich habe den niemals erwartet. Aber ich habe immer an mich geglaubt und ich wollte immer weitermachen und weitermachen. Weil sonst, wenn du nicht weitermachst, irgendwann mal steigst du ab so. Das ist also Treppe, so 1. bis 10. Etage, so weißt du, ich meine. Wenn du bis 10. Etage kommst, musst du halt dann weiter kämpfen und kämpfen und nicht bis 5. Etage, oh, du steigst ab. Du musst halt immer weitermachen und weitermachen. Und jetzt irgendwann mal, jetzt habe ich geschafft, ich bin jetzt irgendwo einfach einer der reichsten Städte hier, bin ich irgendwo Levante angekommen, an mein Levante und dann jetzt, ich war auch im Stadion, einfach ein sehr geiles Tag. Ein geiles Tag, einfach was, einfach mein Lieblingstag, so was ich sagen soll. Und natürlich, meine Eltern kommen gerade alle zu, ich liebe euch alle. Also was FC Levante auf jeden Fall was gezeigt hat, die haben einfach ein Bild von mir, einfach auf dem Bildschirm, ganzes Stadion, ich komme rein, jeder guckt mein Bild zu. Es ist einfach, ihr habt mich einfach gemobbt, auseinandergenommen, ihr habt mich runtergemacht, aber ich habe niemals aufgegeben und ich werde niemals aufgeben. Irgendwann mal werde ich das auf jeden Fall schaffen. Und eure Kommentare machen mir auf jeden Fall nichts, euer Halt macht mir nichts. Ich werde kämpfen und weitermachen und bis morgen, Leute. Freunde, heute Tag 2 hier in Valencia, Levante Stadion. Abdul darf gleich mit den Jungs so ein bisschen mitkicken, trainieren hoffentlich. Wir wissen auch nicht, was uns genau erwartet, aber sind natürlich super aufgeregt. Nochmal für euch, ich habe das Trikot nochmal zur Verlosung. Abdul behält seins, ist natürlich für ihn ein Riesending. Verstehe ich natürlich, meins könnt ihr gewinnen. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr auch in Zukunft keine Videos auf diesem Kanal verpasst. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in Tag 2. Ich bin echt extrem gespannt, was gleich passiert. Ich fühle mich eigentlich sehr gut. Ich hätte niemals erwartet, dass ich heute mit den Profis trainieren darf. Ich wäre lieber sterben und nicht mit den Profis. So, das weißt du, meine.
Weil ich hätte mir niemals vorgestellt, jetzt mit FC Levante zu trainieren mit dem Profi. Ich bin gespannt, wie es gleich losgeht. Und ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und wir werden uns auf jeden Fall da auch beweisen. Also der gestrige Tag war sehr, sehr geil. Einer meiner Lieblingstage. Und heute wird der Titel auch, weil ich trainiere mit den Profis. Und ich bin einfach so aufgeregt ein bisschen. Aber ich hoffe, wir packen das heute und wir zeigen dir halt, was ich drauf habe. Natürlich. Euer Abdul. Okay, today we have a special day also for the Yara, for Abdul. Our first team is training here today, and we're gonna have the possibility to leave the training with them to try to maybe they let us train with the players of the first team of Levante. And after we have a few surprises for the Yara, for Abdul, for enjoy their last day here in Valencia. Ich komme von Deutschland mit einer Winterjacke und jetzt sitze ich einfach an der Sonne. Was willst du noch mehr haben? Das erste Training von den Profis. Es geht gerade mit Passen los. Die haben sich erstmal aufgewärmt und jetzt passen die erstmal. Und jetzt gucken wir, was da abgeht noch. Das Wetter hier erinnert mich nochmal an Bamischlo-Zeiten. Einfach sehr geil. Ich fühle mich wieder wie zu Hause. Warm, alles geil. In Deutschland Kälte, Regen, Schnee, alles Unmögliche. Ich habe gestern mit meiner Familie noch telefoniert, mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder, alle. Auch FaceTime, Videoanruf, alles Mögliche. Und ich habe ihnen auf jeden Fall von dem Tag erzählt. Die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Also aus dem Nichts ist einfach das passiert. Levante hat mich eingeladen und wir sind auf jeden Fall da und ich freue mich auch. Also Feinze Pro hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Seit dem ersten Tag, seit ich da war, bis jetzt ist alles verändert in meinem Leben. Sogar mein Schlaf ist verändert. Ich schlafe jetzt mit 21 Uhr. Also ich habe das Training jetzt schon eine halbe Stunde jetzt gesehen. Und meiner Meinung nach, ich würde da easy mithalten. Also mit ein paar Trainingseinheiten und so, ich werde auf jeden Fall den Stammplatz auch kriegen. Aber die gehen auf jeden Fall schon hart in die Zweikämpfe rein. Man muss schon aufpassen. Aber sonst easy, spielerisch und so, alles easy. Man könnte schon mithalten und so. Und ich auf jeden Fall natürlich easy, clap. Also was da gerade passiert ist, der eine, der will auf jeden Fall, der geht in Sprintduell. Und knallt gegen seinen eigenen Coach. Natürlich, was das für Mentalität? Natürlich würde ich easy da mithalten. Was das ein Gefühl, ja, ich habe das niemals erwartet. Leute, boah, unser Traum ist wahr geworden. Ja, ich kann das nicht im Wort verfassen. Ich habe einfach Levante-Spieler getroffen, wir haben Bilder gemacht. Jetzt wird auf jeden Fall ein bisschen jetzt gekickt, ein paar Challenges gemacht und natürlich, wir zeigen die auch, ne? Natürlich immer Leute beweisen, meine Community-Leute. Boah, ich kann dieses Gefühl einfach nicht beschreiben. La audiencia alemana, los aficionados son muy buenos, los campos son extraordinarios y desde aquí le mandamos un saludo muy grande y le seguimos en la liga. Abdul ha entrenado con nosotros porque vimos su casting y es un jugador que tiene mucho potencial y nada, encantados con él, nos ha enseñado muchos regates, velocidad, es un cazatalento. La verdad que me ha gustado mucho Abdul, tiene cositas, lo veo como Vinicius Junior, pero para el Levante, no sé, falta un cosita para el Levante. Pero lo veo muy bien a tú. Se ha integrado muy bien con nosotros y muy bueno, lo he visto cositas. Also gerade war auf jeden Fall gut, ja. Die haben mich auf jeden Fall gut angenommen. Gute Menschen, auf jeden Fall gute Leute, meine Levante natürlich. Und dann, was soll man da machen? Natürlich eingeladen, natürlich gut aufgenommen. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir haben gerade Aufwärmung ein bisschen hochgehalten, ein bisschen kennengelernt, war auf jeden Fall sehr gut. Gleich geht's los mit Schießen und dann ich zeig dir das. Ich habe auf jeden Fall Talent, ihr habt gesehen, was ein Talent ich habe. Also gerade ist die Übung mit Schießen, die schießen auf jeden Fall gut, aber natürlich, ihr wisst Bescheid, ich schieße viel besser. Und das wird auch gleich gezeigt. Also Lausanne hat mich auf jeden Fall über mich lustig gemacht. Guck mal Leute, wo er jetzt steht, guck mal wo ich stehe.
dass jeder von euch will einfach irgendwo hier stehen. 20 Grad, Spanien, wer will nicht hier Fußball zu spielen? Und er steht gerade in Deutschland unter minus 1000 Grad, minus 10 Grad. Wer will da stehen, Leute? Er steht eh gerade zu Hause im Bett. Natürlich immer Fußball spielen, Leute, immer an seine Träume, nie auf Träume aufgeben und so alles immer weitermachen. Das ist meine Mentalität von einem FC Levante-Spieler. Bald. Mein Jubel an. Yeah, Abdul is a nice guy. We are very happy he's here with us. He's a very strong player. Thank you, bro. Thank you. Nice. Do you think you have a professional here? Potenzial. Yeah, a lot of potential. Yeah. Thank you, bro. Es war einfach geil, mit so welchen Spielern auf dem Platz zu sein. Das war einfach, man kann es einfach dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich war einfach eine halbe Stunde auf so einem Stadion, was jeder von euch draußen einfach wünscht. So, was ich meine, ich hatte einfach den Traum, einfach Profi zu werden. Und jetzt habe ich noch mehr Bock und noch mehr Bock, Profi zu werden. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall mit den Leuten, mit den elf, es waren auf jeden Fall 21 Leute, die da waren. Ich habe mit denen auf jeden Fall geredet, wir haben kennengelernt, die fanden mich auf jeden Fall super cool und so. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Elfmeterschuss auch gehabt. Ich bin seit gestern hier und ich finde alles einfach super, was hier läuft. So einfach Wetter spielt gut mit. Alles einfach krasser als Deutschland, würde ich jetzt sagen. Leute, einfach die Stimmung war unheilsam. Die Trainer sind zu mir gekommen, zweite Liga. Das ist einfach zweite Liga-Mannschaft. So, wisst ihr, ich meine, bei euch. Vielleicht beziehst du ja Kreisliga, bei mir, ich komme einfach in die zweite Liga, Levante, Leute, wisst ihr, ich meine, die Trainer reden mit mir, ich hatte meinen Spaß gehabt, wir haben viel geredet, alles war los und so, ne? Was ich meine, am Monaco, die Alan. Estamos muy contentos, la verdad es que Abdul ha hecho un gran trabajo aquí, ha superado las pruebas, es un gran chico y tiene unas condiciones bárbaras para poder desarrollar su capacidad aquí en el Levante Unión Deportiva. Aquí te paso el contrato que te une para las próximas cuatro temporadas con nosotros. Thank you. Wo spielst du Fußball im Verein? Verein? Levante, Spanien. Sagt man Levante oder sagt man Levante? Levante, Levante, auf jeden Fall beides das gleiche, ob du bist da. Okay, okay, sorry. Es no es para ti, es para Mr. Joe. Mr. Joe? Alles gemacht, ja, was ist das, ja? Ich hab keinen Bock mehr auf euch, ja? Amana Kimi. Ich hab FC Levante auf die 1 gemacht, jetzt FC Levante auf die 9. Und dann meine Eri FC Levante. Freunde, für uns gehen, glaube ich, echt richtig schöne Tage zu Ende. War wirklich ein geiler Trip mit Abdul. Auch ein richtig cooler Typ, so off-cam, ich weiß, brauche ich nicht sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Mir persönlich hat Spaß gemacht, auch nicht im Fokus zu sein, sondern wirklich auch mal im Hintergrund mir das Ganze anzugucken. War richtig, richtig geil. Für mich persönlich eine geile Erfahrung. Ich will gar nicht wissen, wie es für dich war. Die Zuschauer mit Sicherheit auch coole Einblicke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, unbedingt auch Abdul abchecken. Social Media Mann, aber vorrangig Fußballer. Vielleicht überlasse ich dir einfach die letzten Worte. Also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu sein. Mir ist auf jeden Fall alles gefallen. Und ich danke ihm auf jeden Fall. Und er will auf jeden Fall jetzt auch noch was sagen. Welcome to Valencia. Thank you. Welcome to Levante. It's a pleasure for us. Thank you. Freunde, nochmal von mir ein großes Dankeschön, dass ihr es möglich gemacht habt, dass Abdul hier auf Levante ist. Mit seinem Namen an dieser Leinwand unfassbar, immer noch für mich nicht zu greifen. Wie gesagt, es war alles durch eure Unterstützung. Vielleicht schaffen wir den nächsten Mann bei einem noch größeren Club unterzubringen. Und ich glaube, ihr wisst, wen ich da draußen meine. Wie heißt dein Trainer? Wo? Bei Arsenal? Ja. Christian Joe. Also wir nennen ihn Mr. Joe. Kommentiert bei der Arsenal-Seite, wir wollen Mr. Joe bei Arsenal sehen.